Internet und YouTube Mario Kart 8 mit der geschobenen Lobby. Was bleibt mir alles übrig? Nicht wahr, und Kies? Mit mir natürlich. Ja, du, das ist die KI-Lobby. Alles die KI-Lobby. Guck mal, hier hat einer 13.000, ja? Mary, wie soll ich mir denn so einen leisten? Diese Nummer wird doch einfach nur hingeschrieben. KI-Lobby. Doch einfach nur hingeschrieben. Ich werde mich jetzt konzentrieren. Auf deinen Schwachsinn lasse ich mich natürlich nicht ein. Weil sobald man sich irgendwie auf deinen ganzen Müll einlässt, verliert man. Das ist alles Taktik. Das ist alles Taktik. Er redet Bullshit und versucht damit meinen Verstand zu penetrieren. Welchen Verstand? Da ist ja nichts mehr übrig. Genau, das meine ich. Was? Oh, und die KI-Lobby hier. Kickt mich erstmal schön KI-mäßig raus. Pflanzenheini, sehr schön. Wer ist denn hier Erster, hm? Du natürlich. Nee, ich nicht. Ja, ich bin ziemlich weit hinten. Rosalina. Ja, aber das bin ich nicht, das bin ich nicht. Es gibt noch eine Rosi. Schmeißt jemand eine Banane? Was soll denn der Dreck? Oh nein, keinen Bonus bekommen. Ich bin auf dem 7. Ich bin so weit hinten. Wow, hatte ich eben gerade Glück mit dem Panzer. Oh, die gute alte Lobby. Das ist doch zum Kotzen. Diese KI ist echt. Ich würde gesagt, wechseln wir die Lobby, versuchen wir hier. Hast du nicht gesagt, sollen wir die Lobby wechseln? Du hast gesagt, nee, das passt schon so, wie es jetzt ist und es geht alles. Ich habe gesagt, sollen wir die Lobby wechseln und du so, nee, war doch alles nur Spaß. Ich bin gefahren wie noch nie. Ich hab's ihm angeboten. Ich hab's ihm angeboten. Ja, es, wie gesagt, es wäre doch eh Wurst gewesen, weil. Egal wohin, ich hab alle gekauft. Ich komme eh nur in eine Lobby mehr rein. Für mich ist das ganze Mario Kart-Ding ist gelaufen. Alter, kennst du das, wenn du einen Stern hast und wie so ein Gummiball durch die Gegend dopst? So viel Speed bekommen. War die KMH-Ding falsch eingestellt, Kies? Also heute redest du wirklich ziemlich viel Dünnschiss, ne? Ist heute der Dünnschiss-Tag. Ich dachte, ich muss mich auf dein Ding anpassen, haben wir gesagt. Wie er direkt zum Emo wird. Wie er direkt zum Emo wird. Bitte, quasi verstehe. Bei mir, ich habe nicht dieses Niveau und den Anspruch wie auf deinem Kanal, also bitte. Mary natürlich, ganz vorne und wahrscheinlich die 1 Quenny. Nee, wie kommst du drauf? Dieser Kack-Map? Deiner KI-Lobby? So, Dritter geworden. Von wegen KI-Lobby. Absoluter Beweis. Ja, du hast... Ja, was? Ich... Komm. Du hast wieder diesen Button hier gedrückt. Du hast hier so ein ganzes Mischpult voller Buttons. Da steht hier KI bisschen langsamer, roter Pilz... Wieso sollte ich dann Dritter werden? Wieso sollte ich dann Dritter werden? Ja. Wieso? Das ist doch ganz klar. Hauptsache, nee, noch ein Podestplatz ist drinnen. Ja. Sieht gut aus. Das ist doch, ey, diese Taktiken, die kennen wir doch. Er ist Erster, was er denn Scheiß redet. Er redet so einen Scheiß. Er redet so einen Scheiß. Er ist Erster, Captain KI Lobby. Er ist der ganz seelenruhig die ganze Zeit Erster und hat gequengelt wie ein Baby. Ja. Ein Quantum Quengeln. Nee, noch ist die Aufnahme nicht vorbei. Irgendwann gibt es plötzlich irgendeinen Fehler. Das weiß ich doch schon. Er hat gequengelt wie ein Baby. Die KI-Lobby. Und dann auf einmal ist er die ganze Zeit Erster. Das meine ich. Die ganze Zeit. Weißt du, das meine ich. Wie ich arbeiten musste dafür. Wenn ich in meiner Freizeit arbeiten gehe, um mir ein bisschen mehr im Leben zu ermöglichen und vielleicht auch in Mario Kart, ja, gehst du zu deinem LA-Schauspielunterricht und lernst du irgendwelche neuen Drehentechniken. In deiner Freizeit arbeiten. Also, da musst in du jetzt, meiner Freizeit. Ich sehe doch ganz genau, wie du jetzt schmunzelst und du denkst, habe ich das jetzt wirklich laut gesagt? Arbeit. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Du weißt es nicht. Irgendwo aus welchen Nachrichtenzeitungen hast du das gelesen? Menschen gehen arbeiten. Jetzt wart ab. Das sieht man, bei dem Mann ist alles nur eine Ausrede. Ja, jetzt hast du sicher wieder einen Button aktiviert, jetzt hast du den anderen Button. Du hast die 3 geklickt, das bedeutet für dich dritter Platz. Jetzt hast du 1 geklickt wahrscheinlich. Du brauchst nur so klicken.
Die Plätze kannst du dir selber auswählen. Guck, du hast schon wieder so eine Gangsterbanane. Eine Gangsterbanane? Ja, natürlich. Eine verfaulte, ekelhafte Banane ist das. Ja, mehr Gangster geht ja wohl nicht als Banane. Wow, 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 wow. Wow, ich werde in der Luft abgeschossen, oder was? Gut so. Das kommt eben davon, wenn man mit Gangster-Obst spielt. Das ganze Gangster-Obst war für einen Popper. Wie kann ich in der Luft? Das geht doch gar nicht technisch. Naja. So, ich muss jetzt eben ganz schnell meinen Achter aktivieren. Habe ich natürlich in die Konsole eingegeben. Bitte den Achten. Es sind nur noch Buttons, die du klicken musst. Du musst dir nicht mal lenken. Du musst nur da aussuchen, welche Position du gerne hättest, welche Items. Du denkst, das ist einfach, aber ich kann dir sagen, ist es nicht. Buttons klicken ist einfach, nicht einfach. Es ist alles verdammt schwere Arbeit und göttliches Talent. Kann man nur so viel Lügen. Hast du, warst du schon immer so ein Lügner oder? Habe ich alles von dir gelernt. Du bist mein Mentor im Lügen. Oh, so viele Bananen, die hier rumliegen. Ich kann, weil ich jung und unschuldig. Schau, niemand schießt ihn ab. Niemand. Niemand. Ich sehe auch nichts hier gerade. Danke. Ich sehe gar nichts. Ich bin. Ich weiß nicht mal, auf welchem Platz ich bin, weil da Tinte war. Wir wissen genau, auf welchem Platz du bist. Ich sehe es ja hier. Das ist die andere Rosi. Oh, hab genau einen Blitz. Oh. Oh mein Gott, wo kommt dieser Panzer her? Ich flipp aus. Oh, das tat weh. Und niemand, der ihn aufhält. Niemand schießt den roten Panzer auf dich. Kein einziger. Nix. Wie du mir sowas nicht gönnst. Wie du mir ein bisschen Freude und einen ersten Platz nicht gönnst. Was heißt hier ein bisschen Freude und erster Platz? Bullenkäse hier. So muss das laufen. Kein genau. Mensch hat dich bedroht. Zufall? Ich wurde von einem Blitz getroffen. Von einem Blitz. Der nette Blitz von nebenan war das. Aber... Hat Kies noch genügend Vorsprung? Das ist so eine Condition hier, eine mathematische Berechnung. Wenn wir einen Blitz geben, 3 Sekunden, kann er hier Pause... Okay, nee, passt. Okay, dann Blitz. Ja, natürlich. Ja. Der Blitz hat mich im Schlamm getroffen. Weißt du, wie der leitet, der Schlamm? Der zählt wie 3 Blitze. Ich bin permanent klein gefahren. Niemand hat dich bedroht hier. Natürlich, ich wurde auch getroffen von irgendwas. Ich weiß jetzt gerade nicht was, aber es war ein Graschalm, Blitz. Und ich glaube, über den du drüber gefahren bist, der Pfützenschlamm ein bisschen hier ins ins Bike reingespritzt. Das war das Ich glaube, ich wurde von irgendwas richtig Fiesem getroffen. Ich glaube, es war ein gelber Panzer. Gelber, ja, natürlich. Das sind die gefährlichsten Panzer hier überhaupt. Die sind aus Schaumstoff. Die boosten dich nach vorne. Guck mal, wieder stehen hier alle. Da sieht man, das ist deine Lobby. Du kontrollierst das. Ich bin nur eine Marionette. Was zu tun? Jetzt hast du gerade den Knopf. Du bist so ein richtig fieser Puppenspieler. Damit es weitergeht hier. Das ist alles Psychologie, was ihr hier anwendet. Leute, glaubt ihm doch kein Wort. Der tut so, als wäre irgendwie ein bisschen langsam, aber es ist er nicht. Wie heißt der Film nochmal? Wo am Ende Kevin Spacey nicht verkrüppelt ist? Die üblichen Verdächtigen. Genau, so ist es. Glaubt mir, sobald der Controller aus der Hand gelegt wird, spaziert er davon, zündet sich eine Kippe an und ist der Obergangster. Was habe ich davon hier? Mario Kart? Nix. Keine Ahnung. Eine lukrative Karriere, Sponsoring, G2A und was du da alles hast. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle? Was war denn das eben gerade? KI-Lobby. Aber richtig derbe KI-Lobby. Also hier wurde eben gerade so hart KI. Was? Ich wurde gerade so. Oh Gott. Nimm mal den hier bitte. Jetzt fliege ich auch noch runter. Gut, sehr gut. Zuerst werde ich abgeschossen und verlangsamt. Ich hatte eine Fehllenkung. Das geht schon wieder. Hier wird so badass getackelt. Ich bin 9. Wow. Oh, was war denn das schon wieder? Was war denn das hier für eine Explosion? Hey, die ruckelt hier rum. Auf einmal ist sie vor mir, auf einmal ist sie hinter mir. Wie kann ich hier runterfliegen? Ey, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier jetzt aber wirklich gerade nicht.
Die eine Tante hier ist ziemlich übel am Rumrockeln. Mama mia. Diese ganze Hast du sie falsch eingestellt, die Lobby? Ich habe hier irgendwie was falsch eingestellt, ja. Aber auch mit diesem erschwerten Scheiß hier werde ich hier 100% geben. Oh, gab's hier wieder Kanonen? Wieso fliege ich hier schon wieder runter? Strange. Alles ganz, ganz komisch. Ich will auch eine Kanone. Wieso? Yes, ich habe eine Kanone bekommen. Ich habe gesagt, ich will eine Kanone. Ja, Zufall! Ich habe keine einzige hier jemals bekommen. Schick ist doch Fox Mulder. Das könnte ein X-Fall werden. Das Ganze hier. Ich kann nicht dagegen. Oh Gott. Und jetzt werde ich wieder blind. Und ein Frosch. Zufälle, ich würde sagen, nein. Und noch eine Rakete. Also nicht für mich. Hä, wieso funktioniert das? Was ist denn das alles? Ey, wieso kommen hier so viele Raketen? Da kommt schon die nächste. Und noch eine. Ey, brutal. Mit jeder eine Rakete. Wow, wir können jetzt... Boah, Jesus Christ. Eine Rakete. Hast du eine bekommen? Ja. Oh, und er überholt mich. Ich und weiß jetzt, nicht, warum habe ich jetzt die Rakete? Hast du das gemacht jetzt, damit es nicht so auffällig ist? Und ich werde Achter, zieht's euch rein. Damit es nicht so auffällig ist. Er sagt irgendwas über KI-Lobbys. Ich sag's doch, der ist ein Puppenspieler. Der Mann tut immer nur so. Und die Leute, weißt du, die Leute sind ja gute Bürger da draußen. Ne? Sind ja gute Menschen. Die glauben auch noch den ganzen Rotz. Die glauben da noch sowas. Ja, der Kies ist immer so gemein und wir sind in seinen ganz besonderen Privatlobbys, weil er mehr Geld hat als ich und ich kann mir nur den billigen Chardonnay leisten. Endlich sprichst du die Wahrheit aus. Die Wahrheit, die du jetzt als Lüge verkaufst. Diese Doppelbödigkeit und... Hey, hier sind 22.000 Münzen. Hast du gar keine Chance. Und hier kommen wieder deine Freunde rein. Siehst du es? Was ist das da hinten? Was denn? Ich glaube, die gehört zu dir. Die Lady. Die Lady in Pink. Weil wir den gleichen Geschmack haben, was Fashion betrifft. Siehst du hier gleich eine Kombination? Du bist so eine kleine Fashionista, ne? Ich hab die eine Lady ohne Gesicht auf meiner Seite. Du bist hier ganz hinten auf dieser Weltkugel, ganz hinten. Und niemand spricht mit dir, niemand schaut dich an, niemand will mit dir was zu tun und haben. Und du bist bei mir ganz links außen und niemand guckt dich an. Nicht mal der Kiffer. Nicht mal der Kiffer will mit dir reden. Schau, jetzt näherst du dich. Oh mein Gott, jetzt unterhalten wir uns und tanzen? Was soll denn das für ein Blödsinn? Nein, 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 ich niemals tanze niemals würden wir das tun. Ich tanze mit jemand anderem. Komm schon. Oh nein, auch noch die. Deine orange Freundin da links unten. Die hat keine Lippen. Und eine winzige Nase. Peinlich winzig. Aaron Paul winzig. Boah, was ist denn mal? Du bist so ein Oberflächlicher. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Weißt du, mittlerweile sind wir wie in so einem Politikerverhör, weißt du? Jedes Wort wird analysiert und erstmal, was kann ich da Schlechtes drin finden? Also, liebe Zuseher, wenn eine kleine Nase hat, braucht sich nicht schämen, es ist halt die Beleidigung von Kies. Ich muss das Ganze nochmal betonen. Der Mann ist verrückt. Der zählt nicht runter heute. Du fährst schon längst, oder? Ja, ich bin schon beinahe durch. Wie, du bist noch nicht losgefahren? Jetzt! Der lässt sich aber Zeit, der Gute. Da müssen noch die letzten Überweisungen reingehen. Ja, der hat noch gewartet, Moment. Guck mal, und der ist ja schon wieder vorne und drohend. Das meine ich. Diese geschmierten Lobbys. Das ist wie in der Wirtschaft, was hier abläuft. Oh nein, da habe ich einmal versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Und schon muss ich dafür... Welche Abkürzung willst du auf der Map denn nehmen? Bitte? Es gibt eine. Rampenabkürzung. Und gleich musst du dafür bluten. Und schon wieder bin ich rausgekickt worden. Es gibt eine Abkürzung. Ja, auf deiner Lobby-Abkürzung. Es gibt eine Rampenabkürzung. Ich bin ganz weit hinten, du hast doch schon wieder gewonnen mit deinen schmierigen Tricks. Es gibt überhaupt keine Tricks. Ich muss mich einfach doppelt und dreifach Oh, der Blitz! Nicht von mir. Na.
Natürlich nicht. Von wem denn sonst? Oh! Oh Gott! Jetzt ist der Wurm drin. Na, was kommt denn hier? Der Erste freut sich jetzt. Der Erste ist uneinholbar. Der Erste hat fast eine halbe Runde Vorsprung. Ich kriege hier irgendwie nichts mehr hin. Jetzt ist es vorbei. Du mit deinem KI-Lobby-Shit. Schon jetzt. Und auch keinen Bonus bekommen in der letzten Runde. Quantum ganz vorne. Der Erste ist uneinholbar. Nur durch deine komische Strategie hier. Welche Strategie? Ich habe gar nichts gemacht. Schon wieder ein Blitz! Nicht! Zwei Blitze oder was? Ist klar, ne? Ich konnte auch nicht. Jetzt überholen mich noch zwei Leute! Das gibt's ja nicht! Du bist doch schon durch! Oh, da wurde manipuliert, getrickst, gehackt. Man hat es ja gesehen an dem Zahlenmännchen. Ich war die ganze Zeit Zweiter und dann kommen zwei Blitze. Also ich weiß nicht. Quantum ist ein Hacker-Lobby. Also. Jetzt ist wohl eindeutig bewiesen, dass ich unschuldig bin. Das ist ja der Trick eben. Du hast jetzt absichtlich diese Buttons gedrückt, damit die Leute glauben, dass das so ist. Komm, du redest dich immer wieder raus. Du tust dich doch immer noch irgendwie vor mich cheaten. Das ist doch... Ich habe doch eine Mail von Anonymous bekommen und da haben die all die Daten von dir. Wir sehen uns in der nächsten datenreichen Folge mit weiteren Verschwörungsspinnatorien, Theorien, Quantum. Immer danke fürs Zusehen. Du redest so viel Scheiße. Da kommt ein Dünnes raus. Pinurin. Hämorrhoiden. Tschüss. Tschö.